für alle Beteiligten zu einem positiven Abschluss gebracht werden, vor allem zum raschen. Und auch die Kinder der Liegenschaftseigentümer, die unterall wohnen, und der Bauern haben im Anschluss Rechtssicherheit und eine Garantie, und jetzt zitiere ich einen Spruch, auf ein lebens- und liebenswertes Gebäude. Und ich bitte jetzt den Gemeinderat, ich bitte ihn wirklich, das Angebot der Bauernschaft in einer jetzt ehrlichen Diskussion und nicht bezüglich Zahlen, die vorher einmal so sind, einmal so, zu erläutern und damit wir heute da hinausgehen mit einer einstimmigen Lösung zum Wohl aller Liebacher. Wir können uns, und da sind wir mit Land, Bezirkshauptmannschaft, Bürgermeister und Bund, einer Meinung und auch mit dir, keine Verzögerung mehr leisten. Setzen wir ein Zeichen der Vernunft und lassen wir, wie du es in der Zeitung geschrieben hast, Klientelpolitik, für wen du sie immer betreibst, außen vor, und persönliche Befindlichkeiten hintangestellt. Das wäre die Forderung von uns. Und ich bitte jetzt wirklich, dass man darüber nachdenkt. Gibt es einen Antrag dazu? Man muss jetzt dann irgendwann, ich habe jetzt an euch appelliert, vielleicht ist jetzt die Einsicht gekommen. Gibt es Wortmeldungen von den anderen Kolleginnen und Kollegen? Wo du 3,50 Euro gerechnet hast, wie viel Hektar du die Ablöse, wie viel Fläche im Hakku gehändert ist, wie viel Fläche im Hakku 30 ist. Detailliert bitte aufschließen. Ja. Also im Hakku 10 Bereich sind es 11,5 Hektar in etwa. Einmal quasi das Ablöse und 50% als Ablöse und 50% als Entschädigungszahlung. Was auch abgelöst wird, Dammwulpe sowieso zu 100%. Das sind in Summe rund 60.000, rund 6 Hektar. Also 6 Hektar sind jetzt da die Mulde und der Damm? Der Damm ist natürlich. Also diese Überstrommulde da hier mit dem erweiterten Losenbau und der Damm dazu, richtig, genau, und der Damm dazu sind rund 6 Hektar. Und HQ10 sind die 11,5 Hektar. Das ist in etwa, das alles ist genau, das müsste diese Summe sein, 11,5 Hektar in etwa. Und davon habe ich, davon jetzt für dich auch Bernhard, ja. Die wären 50% die Hälfte. Ja. Das berechnet worden, dass sie abgelöst wird und 50% das Entschädigungszahlung bezahlt wird. Die Ablösung mit der Höhe? Ja, die Ablösung in der Höhe. Einmal mit, ja, dann kann man nochmal zurückgehen auf die Berechnung, bitte. Und jetzt, einmal so das Gutachten des Feststandes mit 6,50 Euro plus einmal mit 1 Euro Aufschlag mit 7,50 Euro und einmal mit den 10 Euro. Ja, was ist jetzt der Unterschied zwischen dem Mittleren und den Rechten, den Angebot ist in dem Gutachten. Ja, das eine ist mit 6,50 Euro berechnet, ja, und das andere mit 7,50 Euro. Ja. Das ist ein oder mehr. Und wie viele Hektar betrifft das jetzt, wo jetzt das ein oder mehr bezahlt werden? Ja, ich meine, nachdem noch nicht alles unterschrieben ist, kann man es nicht sagen, das ist ja klarerweise, das ist doch vorher sagen, bevor es unterschrieben ist, dass 50% dass 50% in etwa im HQ10-Bereich abgelöst wird, wie soll irgendjemand was unterschreiben, wenn es vorher nicht feststeht? Ich kann ja nicht sagen, wenn es unterschrieben ist. Und jetzt noch einmal dazu, weil ich meine, eins muss man schon sagen, da gibt es 3 wunderschöne Berechnungen von der Bauernschaft. Und ich stelle jetzt wirklich die Bitte an den Gemeinderat, weil ich habe da für den Anlassfall, um den ehrlich zu diskutieren, weil der Anlassfall wird uns jetzt nämlich viel weniger kosten, dass wir das anhand dieser Grafik, weil ich habe leider da ja kein Bauernschaft gehabt, dass wir das. Ja, aber ich müsste jetzt dann wer da drüben arbeiten. Was sonst nimmst du? Dann muss ich das schauen. Und zwar bitte ich jetzt gleich, wie wir sie davor in die Sitzung gehabt haben, wo eine Stunde lang
der Obmann des Sportvereins gehört wurde, wie ich jetzt wirklich als Vertreter der Bauern herauskomme und uns noch einmal ganz genau erklärt, was bedeutet die Entschädigung im Anlassfall jetzt und was bedeutet sie in der Zukunft? Weil ich hätte da jetzt gern wirklich die Antwort drauf, vor allem wenn man davon ausgeht, das ist überhaupt noch nicht behandelt worden, dass ja Punkt A im Anlassfall ein Teil des Schadens vom Katastrophenfonds des Landes Steiermarks getragen wird. Das heißt, es vermindert auch die Schadenersatzpflicht der Gemeinde zusätzlich. Sind wir nicht fürs ganze Jahr haftbar, sondern nur für den Erntezeitraum. Habe ich mich schon erkundigt, weil das vorher Thema war. Von Mai bis Juli haben wir Getreide angebaut. Das ist ungefähr 50% der Fläche wird damit angebaut. Von Mai bis September Kürbis und von Mai bis Oktober Mais. Das heißt immer, das heißt, sagen wir, von Mai bis Juli ist die Hauptgefahrenquelle, dass wir 100%igen Ausfall haben. Willst du nur erläutern oder so? Im Winter, ja, ich mache nur das jetzt schnell fertig. Im Winter haben wir überhaupt keinen Schaden, wenn es überschwemmt wird. Und sonst ist es maximal die Dauer von einem halben Jahr. Das heißt, das Risiko für die Gemeinde, dass wir jetzt nichts zahlen, aber dafür später vielleicht irgendwann einmal was, ergibt sich auch schon daraus, dass ich, wenn ich einen Teil, wenn ich nur 100.000 Euro zweckgebunden habe, sogar du kriegst es nicht finanziert, wenn ich nur 100.000 Euro zweckgebunden auf ein Sparbuch lege, die beim Erhalt oder das Verkauf des jetzigen Sportplatzes von 2,4 Millionen auf die Seiten lege, dann bin ich aber mit den Zinsen über 100 Jahre für alle Hochhäuser, die jemals kommen, abgesichert. Und jetzt bitte ich vielleicht erstmal oben, jetzt bitte ich die 35% für den Besitzungsgrund. Ja, müssen Sie erst mal das Thema etwas zulassen, dass das Thema zu spät ist, normal, den vor. Ja, dann stelle ich den Antrag, dass der Martin Fischer als Experte uns den Anlassfall erklärt. Wenn Sie damit dann bitte mal Zeichen der Zustimmung. Bitte Martin, ob das so lebt ist. Ich danke, dass ich alles, was uns, glaube ich, heute weiterhilft, wäre sinnvoll, wenn wir das heute noch einmal erklären würden. Das kann gar nicht so viel sein. Fangen wir an mit. Das sind die Unterlagen, die aufgrund des Zeitungsartikels vom Sonntag an alle Gemeinderäte noch einmal geschickt habe, um Missverständnisse auszumerzen. Dort ist der Bürgermeister zitiert worden mit einer Entschädigung von 23.000 Euro von 230 Jahren kann man die Schäden im HZ-Bereich abdecken. Laut meiner Rechnung funktioniert das nicht. Ich werde jetzt das kurz erläutern. Der derzeitige Gemeindevorschlag, und ich muss dazu sagen, meine Flächenschätzungen, ich habe die Zahlen der Gemeinde nicht bekommen und mir ist erst heute bewusst geworden, dass im HQ10-Bereich angeblich 50% aufgekauft werden. Mir ist das in den Verhandlungen, ich habe zwei Flächen im HQ10-Bereich im zukünftigen drinnen, nie erwähnt worden. Nie, dass das aufgekauft wird. Das muss ich auch sagen. Kann. Ja, aber mir gegenüber ist das nicht. Das muss ja nicht aufgekauft werden. Ja. Kann. Aber daher ist meine Kalkulation auch anders. Der derzeitige Vorschlag der Gemeinde, ich bin von 5 Hektar ausgegangen, für die Überflutung, also für die Überströmmulde und für den Damm. Da werden 6 Euro vom Bund und Land gezahlt und 1 Euro von der Gemeinde. Und wenn man 5 Hektar aufkauft, dann gibt es so Zusatzkosten für die Gemeinde von 50.000 Euro. Die Entschädigung einmalig, wie es laut Gutachten berechnet wurde im HZ-Bereich. 11 Hektar 50 mal 2,30, aber das ist im Projekt finanziert und ergibt dadurch keine Zusatzkosten. Im HQ 30
8 Hektar mit 1,65 Euro und HQ 100 10 Hektar mit 1 Euro. Und die Entschädigung, Grundentwertung und Mindertertrag, derzeitiges Angebot von der Gemeinde auf Basis 6,50 Euro berechnet, ist im HQ 10 Bereich 2,30 Euro und bei 1 Hektar 10.000 Quadratmeter 23.000 Euro. Der Gutachter Stranemeier, weil das Gutachten für Libok leider nicht öffentlich ist und ich die Daten nicht habe, muss ich mich auf Gutachten vom gleichen Gutachter, der in anderen Gemeinden gemacht hat, verlassen auf das. Beim Gutachten für Dahl hat der Gutachter Stranemeier von den 35%, was die Gesamtentschädigung ist, 20% für die Verkehrswertminderung angenommen. Die Verkehrswertminderung tritt ein, sobald man in einem künstlichen Überschwemmungsgebiet einen Grund hat, ist der nicht mehr so viel wert, wie wenn er nicht im Hochwasser wäre. Oder liegt er bereits im Hochwasserbereich? Das stimmt nicht für alle Flächen. Meine Flächen, ich habe da oben 4 Parzellen und ein liegt im Hochwasserbereich und die anderen liegen nicht einmal im HQ 100. Also, man kann das nicht verallgemeinern. Das sind 13.000 Euro Verkehrswertminderung, bleiben 10.000 Euro über. Für 10.000 Euro im HQ 100 muss man annehmen, dass das alle 5 Jahre eintritt. Wenn ich einen Schaden von 2.000 Euro am Hektar habe, ist das mit 5 Schäden das Geld verbraucht. Im HQ 30 ist das ein bisschen anders, andere Zahl, 16.500 gesamt. 9.750 Verkehrswertminderung, bleiben 6.750 über, kommt man auf 3,66 Schäden. Und im HQ 100 Bereich kommt man auf 1,75 Schäden. Das ist nur einmal, die Flächenangaben sind geschätzt laut Lageplan der Firma Ingenius und es wurde keine Inflation berücksichtigt. Das ist einmal das Erste, das müssten alle Gemeinderäte für immer bekommen haben. Ich habe dann auch eine Erläuterung dazu geschrieben. Das wissen auch alle. So. Dann habe ich mir Gedanken gemacht, wie man das Risiko für den Ernteentgang abschätzen kann. Ich habe da Berechnungen angestellt. So, und das ist jetzt das Blatt. Das ist ein Wert von der Entschädigung im Anlassfall. Ja, genau. Die Entschädigung im Anlassfall. In einem HQ 10 sind 11,5 Hektar drinnen, nur 2.000 Euro und 23.000 Euro sachverständiger Kosten habe ich mit 1.000 Euro geschätzt. Es wurde mir gesagt, dass die Gesamtfläche mit sachverständigen Kosten von ca. 2.000 Euro, das ist ein Stundensatz von 70 Euro ungefähr, der üblich ist, zu bewerkstelligen ist, kommt ein Gesamtschaden, und zwar bei einem 100% Ereignis von 24.000 Euro im HQ 10 Bereich heraus. Im HQ 30 Bereich habe ich natürlich 19,5 Hektar, das sind die 8 Hektar, und wenn im HQ 30 Bereich ein Schaden ist, ist im HQ 10 Bereich auch ein Schaden. Deswegen 19,5 Hektar mal 2.000 Euro mit Sachverständigerkosten 40.500 Euro. Und im HQ 100 Bereich ist die Gesamtfläche drinnen mit 29,5 Hektar und 61.000 Euro, also einmal in 100 Jahren. Man muss annehmen, dass der Schaden nie zu 100% eintritt. Dann habe ich eine 50% Variante gerechnet, die Zahlen sind entsprechend niedriger, zwischen 12.500 und 31.500. Jetzt habe ich eine Musterrechnung gemacht für 100 Jahre, dass man weiß, über was man redet. Ich habe das angenommen, dass immer ein Schaden zu 50% und einer zu 100% ist. Ich glaube, das ist eine realistische Zahl. Einmal ein HQ 100, einmal ein HQ 30 mit 100% Schaden, einmal mit 50% Schaden, dreimal HQ 100 mit 100% Schaden, viermal HQ 100 mit 50% Schaden. Und zwar ist es so, im 100 über einmal ein HQ 100 ist immer ein HQ 30 und ein HQ 10 dabei. Beim HQ 30 ist immer ein HQ 30 und ein HQ 10 dabei und das HQ 10 ist alleine. Deshalb 7 HQ 10 Schäden. 2 HQ 30 Schäden und 1 HQ 100 Schaden, bin ich auf eine Summe gekommen von 215.000 Euro,
Wenn man das durch 100 Jahre dividiert, sind das im Jahr 2150 Euro. Und wir haben das auch noch durch 5000 Einwohner dividiert, das sind 43 Cent pro Jahr. Nur, dass man weiß, wie hoch das Risiko für die Gemeinde wäre. Und ich habe auch einen schlimmsten Fall kalkuliert. Das wäre, wenn jetzt mal ein 100% Schaden ist. Das wäre einmal ein HK 100 schon, zweimal ein HK 30 und siebenmal ein HK 10 Schaden. Kommen wir auf 310.000 Euro, das sind im Jahr 3.100 Euro. Und das wären pro einen Monat 62 Cent. Und ich glaube, dass das für eine Gemeinschaft, für 5.000 Einwohner, doch ein akzeptables Risiko pro Jahr wäre, von dem man da redet. Und ich habe auch die Fläche mit 29,5 Hektar gerechnet, weil mir nicht bekannt war, dass im HK10-Bereich ein paar Hektar aufgekauft werden, die scheinbar nicht mehr landwirtschaftlich genutzt werden. Das war ein Schutzwort, weil in Gesprächen haben wir sogar eine Tauschfläche angeboten. Eine Tauschfläche, wenn mir eine Tauschfläche angeboten wird, dann ist ja, dann muss es ja nicht.